Hey, jetzt auch wieder der UFO Geekland. Herzlich willkommen zurück bei unserer Serie zu den Blood Bowl-Regeln. In diesem Video geht es um die Spieleraktionen, also die Aktionen, die die Spieler während dem Spiel machen können. Das ist einerseits mal Bewegung und Ausweichen, das Blocken, was grundsätzlich schlau ist von Gegnern, der Blitz, was eine Mischung ist aus Bewegung und Blocken, der Pass, was selbsterklärend ist. Wir schauen aber auch die etwas fortgeschrittenere Regeln an, den Handoff, also die Ballübergabe, und die freien Aktionen, Ball aufnehmen, Ball vor und den Block Assist, also Blockunterstützung. Das mag jetzt ein bisschen viel Inhalt sein für ein Video, aber wenn ihr diese Regeln alle versteht, dann könnt ihr eigentlich direkt loslegen mit dem Spiel. Wenn er am Zug ist, kann ein Coach mit jedem von seinen Spielern je eine Aktion ansagen. Die genannten Aktionen können von jedem Spieler angesagt sein. Es gibt nicht Aktionen, die auf bestimmte Spielertypen beschränkt sind. Es sei denn, eine Sonderregel würde das explizit so beschreiben. Wichtig ist, dass ein Coach die Aktion von einem Spieler im Voraus ansagt, bevor er den Spieler berührt oder bewegt. Als erste Aktion schauen wir die Aktionen Bewegung und Blocken an. Die zwei Aktionen können von jedem Spieler im Team im gleichen Zug angesagt werden, solange jeder Spieler nur je eine einzige Aktion durchführt. Es können also zum Beispiel alle 11 Spieler eine Bewegungsaktion ansagen oder 8 können versuchen zu blocken, während die anderen 3 eine Bewegung machen. Die Bewegung ist die Aktion, die am meisten gebraucht wird. Wie wir im letzten Video gehört haben, hat jeder Spieler in seinem Profil eine Movement Allowance, also eine Bewegungsreichweite. Der Orc Lineman hat eine Bewegungsreichweite von 5. Er kann sich bis zu 5 Felder in irgendeine Richtung bewegen. Das kann längs sein, oder quer zum Spielfeld, oder auch diagonal. Das zählt alles jeweils als 1 Feldbewegung. Wer bewegt sich jetzt also 1, 2, 3, 4 Felder in Richtung von dem Menschen-Lineman? Ein Spieler, der eine Bewegungsaktion angesagt hat, muss nicht zwingend die ganze Bewegungsreichweite laufen. Er kann sich auch gar kein Feld bewegen, wenn er das will. Wichtig ist, dass er sich in kein Feld hineinbewegen darf, wo ein anderer Spieler steht, aber das sollte eigentlich klar sein. Ein anderer Teil der Bewegungsaktion ist das Ausweichen. Der Orc Lineman möchte sich gerne wegbewegen, sagen wir zum Beispiel in diese Richtung. Weil er sich so nahe zum Gegner befindet, ist es gar nicht so einfach. Der Gegner könnte ihn beispielsweise am Kragen packen beim Versuch davon zu laufen und dann umrühren. Die 8 Felder um jeden Spieler herum sind seine Tackle Zone. Wenn sich ein Spieler in der Tackle Zone von einem Gegner aufhaltet und versucht, so ein Feld zu verlassen, wie es zum Beispiel der Orkline beim Versuch hier hinzugehen, dann muss der Spieler versuchen zu dodgen, also auszuweichen. Dodgen muss man nur immer dann, wenn man das Feld verlässt, wo eine Tackle Zone ist. Der Orc Lineman, der sich also in die Tackle Zone von dem Spieler hineinbegeben hat, muss also nicht dodgen, weil er sie ja nicht verlassen hat, sondern er ist in die gegnerische Tackle Zone hineingegangen. Wichtig ist, dass ein Spieler nur eine Tackle Zone hat, wenn er steht. Also wenn jetzt der Spieler würde am Boden liegen, auf dem Rücken, dann hat er keine Tackle Zone rundherum. Zum Dodgen oder eben Ausweichen braucht man den Agility oder Beweglichkeitswert vom Spieler. Der Orc Lineman hat einen Agility-Wert von 3. Für das nimmt man nachher dann einen W6 und würfelt. Wenn der Agility-Wert plus das Wurfergebnis von dem Würfel gleich oder höher sind als ein 6, dann ist der Test erfolgreich und das Ausweichen ist gelungen. Das heisst, der Orc Lineman würde den Dodge-Test ab einem 3 oder höher bestehen. Ab dann kann man den Spieler ganz normal bewegen. Also ich würfel hier jetzt mal. Er hat ein 2 gehabt, in dem Fall hat er das nicht geschafft. Wenn er den Wurf geschafft hätte, könnte er sich ganz normal weiter bewegen, bis zu seinen 5 Feldern Bewegungsreichweite. Weil er das jetzt aber nicht geschafft hat, geht er in dem Feld auf den Rücken, wo er wollte hingehen. Der Gegner darf in dem Fall versuchen, die Rüstung zu knacken. Außerdem ist ein misslungener Dodge-Wurf immer ein Turnover. Was ein Turnover ist, kommt im nächsten Video, wie man die Rüstung knacken kann, später in diesem Video. Ein weiterer Teil der Bewegungsaktion ist Ball aufnehmen. Wenn sich der Ball in einem leeren Feld befindet und sich ein Spieler in das Feld hineinbewegt, dann muss der Spieler versuchen, den Ball aufzunehmen. Für das wird wie beim Dodgen ein Agility-Wurf gemacht. Auf ein Total von 6 klingt das, also der Menschen-Lineman kann den Ball auf ein 3+ aufnehmen. Wir probieren das jetzt gerade mal. Dann würfeln wir. Das ist ein 6, also in dem Fall hat er das geschafft.
Wenn das gelingt, kann sich der Spieler weiter bewegen, falls er das will und noch genug Bewegungsreichweite hat. Wenn ein Spieler den Ball kontrolliert, legt man ihn einfach auf Space von diesem Modell. Misslingt der Aufnehmwurf, dann springt der Ball in eines der nächsten Felder rundherum und es gibt automatisch einen Turnover. Wie gesagt, auf das gehen wir im nächsten Video ein. Soviel mal zu der Bewegungsaktion. Ihr seht, dass eine Linie von Spielern, auch wenn es kleine Lücken dazwischen hat, nicht wirklich einfach zu durchlaufen ist. Der einfacher, wenn auch ein bisschen brachialer Weg ist das Aufbrechen von dieser Linie mit der Blockaktion. Zum Blocken muss der Spieler, der den Block ansagt, in einem angrenzenden Feld von dem Spieler sein, den er blocken will. Also schlagen. Diagonal gilt übrigens auch als angrenzend. Ein Spieler, der einen Block ansagt, darf sich nicht bewegen. Dann wird die Stärke der beiden Spieler verglichen. Wenn sie gleich hoch ist wie in dem Fall, also beide haben Stärke 3, dann wird ein Blockwürfel gewürfelt. Der Blockwürfel sieht so aus. Je nach Symbol passiert jetzt etwas anderes. Der Blockwürfel hat 6 Seiten und verschiedene Symbole auf jeder Seite. Wir haben hier mal einmal Defender Down, Defender Stumbles, dann haben wir zweimal den Pfeil, also zweimal Pushed, einmal haben wir Both Down und einmal haben wir Attacker Down. Schauen wir zuerst mal Pushed an, also wegstoßen. Angenommen, der Lineman hier möchte einen Block ansagen gegen den Lineman der Orks und würfelt das Resultat. Dann wird der Spieler in eines von diesen 3 Feldern hier hinten zurückgestoßen. Bei einem diagonalen Block, also in dem Fall, wenn er so blocken würde, dann wären es diese 3 Felder hier. Der Spieler blockt jetzt also und der Coach, der am Zug ist, darf entscheiden, in welches Feld als der Gegner zurückgestoßen wird. Nehmen wir mal an. In das Feld. Der Coach, der am Zug ist, kann dann entscheiden, ob der Spieler, der den Block gemacht hat, in das Feld aufrückt, wo der gegnerische Spieler vorhin war. Also wer also in das Feld, wer so aufrücken will. Man kann in kein anderes Feld aufrücken, sondern nur in das, wo der Gegner vorhin war. Das ist nicht zwingend und das zählt eigentlich als Bewegungsaktion. Also es ist in der Blockaktion die einzige Möglichkeit, ein Feld weiterzukommen. Ein anderes Symbol ist Defender Down oder für uns im Moment gleichwertig Defender Stumbles, also Verteidiger stolpert. Ja. Der Gegner wird genau gleich zurückgestoßen, auch in eines von diesen 3 Feldern hier hinten, aber er fällt zusätzlich in dem Feld um, wo er hingestoßen worden ist. Also sagen wir es mal so. Das Modell wird für das auf den Rücken gelegt. Der Spieler, der den Block angesagt hat, darf jetzt auch in das Feld aufrücken, wo der Gegner vorher gestanden ist, wenn er das will. Also wie beim Wegstoßen. Das macht er jetzt mal. Der Coach, der den Block gemacht hat, kann jetzt versuchen, die Rüstung vom Gegner, die am Boden ist, aufzubrechen. Für das würfelt man mit 2W6. Wenn das Wurfergebnis tiefer oder gleich ist wie der Rüstungswert vom Gegner, passiert nichts. Wenn es höher ist, dann ist die Rüstung durchbrochen und der Coach kann versuchen, den Gegner zu verletzen. Der Orc Lineman hat einen Rüstungswert von 9, also müsste ich ein 10, ein 11 oder ein 12 insgesamt würfeln. Das probieren wir mal. Jetzt haben wir noch Glück, das ist gerade ein 10. Da ist die Rüstung gerade durchbrochen, da muss ich nicht einmal mehr die Würfel fälschen. Aber jetzt kann der Coach, der am Zug ist, nochmal 2W6 würfeln, um zu schauen, ob der Gegner verletzt wird. Bei einem Wurfergebnis von 2 bis 7 ist der Gegner betäubt. Was das für Auswirkungen hat, schauen wir später noch an. Er wird einfach so auf den Bauch gedreht, anstatt dass er einfach auf dem Rücken bleibt liegen. Bei einem Ergebnis von 8 oder 9 ist der Spieler K.O. Er kommt dann in die K.O.-Box vom Unterstand. Es gibt Chancen, dass ein Spieler im Verlauf des Spiels wieder zu sich kommt und wieder mitspielen kann, wenn er mal in der K.O.-Box war. Zuletzt wäre das Ergebnis von 10 bis 12. In dem Fall ist der Spieler verletzt oder sogar tot und wird in die verletzte Box im Unterstand gestellt. Der Spieler kommt für das Spiel nicht mehr zurück. Also probieren wir da mal. Ein Ergebnis von 6, das wäre einfach betäubt. So, das sind mal die ersten 4 Seiten des Blockwürfels. Jetzt kommen wir zu den eher nachteiligen Seiten. Es ist einerseits mal Both Down und Attacker Down. Bei Both Down werden beide Spieler auf den Rücken gelegt in dem Feld, wo sie gerade sind.
Und beide Spieler können dann versuchen. Ups, Salah. Jetzt können wir es noch zusammen mit dem Magnet. Und beide Spieler können dann versuchen, gegenseitig die Rüstung zu brechen. Also wenn der Coach schon gar nicht am Zug ist. Bei Both Down gibt es nachher gerade einen Turnover. Attacker Down ist noch schlechter, also Angreiferfeld. In dem Fall geht nur der Spieler um, der den Block angesagt hat. In dem Fall er. Also darf auch nur der Gegner versuchen, die Rüstung zu brechen. Bei beiden von diesen Ergebnissen, also Both Down und Attacker Down, werden keine Felder aufgerückt. Also sie bleiben immer in den Feldern, wo sie gestanden sind, stehen. Ob sie jetzt umkehren oder nicht. Und in beiden Fällen gibt es einen automatischen Turnover. Den Turnover schauen wir, wie gesagt, im nächsten Video an. Ihr seht also, dass mit einem einzeln gewürfelten Blockwürfel die Chancen zu 2/3 ein akzeptables Ergebnis sind für den, der den Block ansagt, und zu 1/3 ist es eher ein negatives Ergebnis. Es gibt aber Möglichkeiten, die Chancen für einen zu verbessern. Wie gesagt, ist die Stärke maßgebend für einen Block. Falls die Stärke der beiden Spieler ungleich ist, wird mit 2 Würfeln gewürfelt. Falls ein Spieler sogar eine Stärke hat, die doppelt so hoch ist wie die vom Gegner, dann wird mit 3 Blockwürfeln gewürfelt. Der Coach mit dem stärkeren Spieler darf dann entscheiden, welches Ergebnis auf welchem Blockwürfel als angewendet wird. Es werden nie alle 2 oder 3 Ergebnisse umgesetzt, sondern immer nur 1. Wenn jetzt also im Mönchenzug der Catcher der Mönchen versucht, den Black Orc Blocker der Orks zu blocken, der doppelt so hohe Stärke hat, also Stärke 4 im Vergleich zum Catcher, der Stärke 2 hat, dann muss der Mönchen-Coach 3 Würfel würfeln, aber welches Ergebnis als angewendet wird, das darf der Coach vom Ork-Team auswählen. Das ist in den meisten Fällen natürlich das negative Ergebnis und darum ist von solchen Versuchen eigentlich eher abzuraten. Umgekehrt, wenn jetzt im Ork-Spielzug der Black Ork-Blocker versucht, den Catcher zu blocken, könnte der Ork-Coach die 3 Würfel würfeln. Und er dürfte nachher dann auch auswählen, welches Ergebnis er gerne hätte. Spieler mit grosser Stärke sind darum sehr gut zum Blocken, weil sie meistens 2 oder mehr Würfel zur Auswahl haben und selber können auswählen, welches Ergebnis sie möchten anwenden. Wenn Spieler mit tiefer Stärke eher nicht gut sind im Blocken und meistens andere Qualitäten haben. Damit man als Coach von einem Team mit weniger starken Spielern auch gegen starke Gegner eine Chance hat, gibt es den Block Assist, also die Blockunterstützung. Ein Spieler darf einen anderen Spieler bei einem Block unterstützen. Das ist keine Aktion, der Spieler darf seinen Teamkollegen auch nach einer Aktion unterstützen und nach der Unterstützung seine normale Aktion machen. Also der Block Assist macht, der zählt nicht, als hätte er schon eine Aktion gemacht oder als würde er eine zweite Aktion machen. Es gibt auch keine Begrenzung in der Anzahl Block Assist, die man pro Zug macht. Damit ein Block Assist möglich ist, gibt es ein paar Bedingungen. Der Spieler, der unterstützt, muss ebenfalls in einem angrenzenden Feld zum Gegner sein, der vom Block betroffen ist. Zweitens darf der Spieler, der unterstützt, nicht in einer Tackle Zone von einem weiteren Gegner sein. Drittens muss er stehen und viertens muss er selber eine Tackle Zone haben. Je nachdem gibt es Sonderregeln, die einem Spieler die Tackle Zone wegnehmen. Jeder Spieler, der seinen Teamkollegen unterstützt, gibt dem Teamkollegen, also der, der den Block ansagt, plus 1 Stärke. Ansonsten sind die unterstützenden Spieler nicht in diesem Block beteiligt. Also sie können ihre Fähigkeiten nicht einbringen, aber sie werden von den Ergebnissen des Blockwürfels auch nicht betroffen. In diesem Beispiel hier versucht der Ork-Lineman, den Menschen zu blocken. Er bekommt Unterstützung von seinem Teamkollegen auf dieser Seite. Der andere Ork kann nicht unterstützen, weil er sich in der Tackle-Zone von dem Spieler befindet. Der Ork-Lineman, der blockt, bekommt also plus 1 Stärke und ist darum stärker als der Mönchen-Lineman. Der Ork-Coach kann jetzt 2 Blockwürfel würfeln und das Ergebnis wählen, wo er will. In dem weiteren Beispiel, wo beispielsweise der Mönchen-Lineman versucht, den Ork zu blocken, bekommen beide Spieler jeweils 1 Unterstützung über, also beide bekommen plus 1 Stärke über. Beide Spieler haben Grundstärke 3. Plus 1 gibt jeweils 4, also ist es wieder ausgeglichen und bei gleicher Stärke wird wieder nur ein einziger Blockwürfel gewürfelt. Soviel mal zum Thema Blockaktion. Das ist sicher die Aktion mit den kompliziertesten Regeln, aber das Blocken ist eben auch ein essentieller Teil von Blood Bowl. Die nächste, also die dritte Aktion, die wir anschauen, ist die Blitzaktion.
Eine Blitzaktion ist eine spezielle Aktion und sie darf pro Zug nur von einem einzigen Spieler pro Team angesagt werden. Bei Bewegung und Blocken können ja von unbegrenzt vielen Spielern angesagt werden, solange jeder Spieler einfach nur eine Aktion ansagt. Blitzen hingegen ist auf einen Spieler begrenzt. Welcher das ist, spielt keine Rolle. Eine Blitzaktion erlaubt sich zu bewegen, wie bei einer normalen Bewegungsaktion, aber der Spieler darf gleichzeitig einen Gegner blocken. Das kann vor der Bewegung, während der Bewegung oder nach der Bewegung sein. In dem Fall bewegt sich der Mensch allein mit zwei Felder, bis er in der Tackle Zone von dem Ork ist und macht dann einen Block. Also, eins, zwei. Der Block in einer Blitzaktion braucht ein Feld Bewegungsreichweite auf. Anschliessend beim Block selber gelten die ganz normalen Regeln von einer Blockaktion. In dem Fall bekommt der den Blitz angesagt hat, also Unterstützung von dem Spieler, der ihm einen Block-Assist gibt. Wenn der Gegner zurückgestoßen wird durch ein Wegstoßergebnis oder ein Verteidigerfeldergebnis, dann dürfte der Blitz angesagt hat, wie üblich auch das Feld aufrücken, ohne dass es ein Feld Bewegungsreichweite kostet. Nachdem der Block an sich abgeschlossen ist, darf sich der Blitz angesagt hat, weiter bewegen, falls er noch Bewegungsreichweite übrig hat und falls er das will. Wie auch jetzt ist es nicht zwingend nötig, dass er die gesamte Bewegungsreichweite aufbraucht und es kommen auch die ganz normalen Regeln für die Bewegungsaktion zur Anwendung. Also in dem Fall müsste er jetzt aus dem Feld wieder wegdodgen, wenn er da aus dem seiner Tackle Zone raus will. Die vierte Aktion ist das Passen. Für das kommt zum ersten Mal der Ball ins Spiel. Der Lineman hier hat den Ball unter Kontrolle und er möchte den Ball in dem Teamkollegen hier einen zupassen. Eine Passaktion darf wie die Blitzaktion nur einmal pro Zug angesagt werden. Der Spieler, der den Pass ansagt, darf sich vor dem Pass normal bewegen. Der Pass selber kostet auch kein Feld Bewegungsreichweite wie beim Blitz. Dafür darf sich ein Spieler nicht mehr bewegen, wenn der Pass gemacht ist. Seine Aktion ist dann vorbei. Zum herauszufinden, wie weit der Spieler den Ball rühren muss, nimmt man Passschablonen. Es gibt aber wie beim letzten Video gesagt auch Apps dafür, zum Beispiel BB Interception. Habt den Anfang der Passschablone, also ich mache es jetzt hinten dran, aber direkt über das Feld mit dem Spieler, der den Pass schiesst, und richtet die Passschablone auf das Feld mit dem Spieler aus, der den Pass selber hat. Also hier. Die Schablone hat vier verschiedene Bereiche, die durch die Ecken hier abgetrennt sind. Abhängig davon, in welchem Bereich sich der Fänger befindet, wird die Schwierigkeit des Pass bestimmt. Wenn das Feld vom Fänger im Bereich, der weiter weg ist, berührt, gilt automatisch der Bereich, der weiter weg ist, also der Pass wird dann schwerer. In dem Fall ist jetzt der Fänger im zweiten Bereich. Das ist ein kurzer Pass, der hat keine besonderen Vor- oder Nachteile. Der Coach würfelt jetzt ein W6 und das Ergebnis wird zum Agility-Wert vom Werfer dazugerechnet. Wenn das total 7 oder mehr gibt, ist der Pass gelungen und der Wurf gilt als Accurate Pass, also als genauer Pass. Falls total unter 7 ist, dann kommt der Pass zwar auch an, aber er gilt als ungenauer Pass und der Fänger wird seine Mühe haben, den Pass zu fangen. Ein W6-Wurf von einem 1 ist außerdem nicht nur ein ungenauer Pass, es ist sogar ein Fumble. Der Spieler lässt den Ball fallen, bevor er den Pass schiesst. Das schauen wir aber in einem anderen Video noch genauer an. Wichtig ist auch, dass ein Pass nicht auf ein Feld zielen darf, wo kein Spieler oder wo ein Gegner steht. Ein Pass muss immer auf einen eigenen Teamkollegen gespielt werden. Jetzt, wo der Ball fliegt, wechseln wir zu dem Spieler, der den Ball fangen soll. Ein Ball fangen ist eine freie Aktion, das kostet den Spieler keine Aktion. Er kann das auch machen, wenn er schon eine Aktion gemacht hat. Zum Fangen wird wieder der Agility-Wert vom Spieler gebraucht. Der Coach würfelt einen W6. Wenn der Pass genau kommt, also ein Accurate Pass geschossen worden ist, dann braucht es ein Total von 6, bei einem ungenauen Pass braucht es 7. Bei dem Mönchenlineman mit Agility 3 reicht bei einem genauen Pass also ein 3, bei einem ungenauen Pass braucht es mindestens ein 4. Nehmen wir jetzt an, das ist ein genauer Pass und mit einem Wurf von 4 hat er den Ball unter Kontrolle gebracht. Ist der Fangwurf also erfolgreich, dann fährt der Fänger und hat den Ball sofort unter Kontrolle. Wenn er misslingt, dann springt er den Ball aus den Händen und er fliegt die eins von den Feldern rundherum. Wie das vor sich geht, kommt ebenfalls dann im nächsten Video. So, Bewegung, Block, Blitz und Pass sind abgedeckt. Das sind die vier wichtigsten Aktionen und mit denen könnt ihr schon ein vollwertiges Spiel spielen. Es gibt aber noch weitere Aktionen, die im Spiel zusätzlich Würze geben. Und eine weitere schauen wir jetzt noch an, und zwar der Handoff, die Ballübergabe.
Pro Zug kann man nur einen Handoff wachen und ein Spieler, der einen Handoff ansagt, darf sich zwar vorne bewegen, aber nach der Übergabe nicht mehr weiter bewegen, also genau gleich wie beim Passen. Um den Handoff zu machen, muss sich der Spieler in ein Feld bewegen, das an ein Feld mit einem Teamkollegen angrenzt. Die Übergabe vom Spieler auf einen Teamkollegen funktioniert automatisch, es braucht also nicht wie beim Pass einen Passwurf. Dafür muss der Teamkollege gleich würfeln, ob der Ball dann auch wirklich fällt. Das ist ein Agility-Wurf auf ein Total von 6. Mit dem Mönchlein-Man funktioniert das also ebenfalls auf ein 3. Zack, zack. Ein 3, mit dem ist der Handoff gelungen und der andere Lineman hat jetzt den Ball. Das war für den Moment mal genug Informationen. Das Video ist jetzt etwas länger geworden, als ich erwartet habe. Aber wenn ihr die Aktionen verstanden habt, dann habt ihr auch einen Großteil der Regeln schon verstanden. Ich habe unten in der Description habe ich Timestamps hinzugefügt, falls ihr bestimmte Aktionen noch einmal anschauen wollt. Was auch noch muss gesagt sein, ist, dass die Agility-Würfe in diesem Video stark vereinfacht dargestellt sind. Im Regelbuch gibt es in Tabellenform alle die Modifikatoren, die man anwenden kann. Und dort ist es viel einfacher aufgeführt, als wenn ich hier alle versuche, im Video zu erklären. Im nächsten Video geht es darum, was ist ein Turnover und durch was wird er verursacht. Zusätzlich schauen wir an, was passiert, wenn der Ball über das Spielfeld hineinruckelt, ohne dass man jemanden hat. Und es kommen auch noch kleine Finesse dazu, die im Spiel so die nötige Würze geben. Ich wünsche euch schon mal viel Spass beim Ausprobieren der ersten Blocks und hoffe, euch packt das Spiel genauso wie uns. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns immer über Facebook kontaktieren oder ein E-Mail schicken an tobias@geekplanet.ch. Schaut auch vorbei auf unserem Webshop, den Link findet ihr unten in der Description. Dort findet ihr alle Artikel, die es zum Blockballspielen braucht und natürlich noch viel mehr. Das war es. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Stay tuned. Ciao zusammen.